Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Hardcore Skyblock. Die Sonne geht unter, Fischkopf, gib mir deine Hand. Hey, mit Jas! Wir spielen unzuckelig. Wir spielen unzuckelig, ja. Also ein von tiefstem Herzen kommendes Entschuldigung für die letzte Session. Ich glaube, das waren 4, 5 Folgen oder so. Ja. Wo es doch bei uns ein bisschen, oder bei mir jedenfalls, grafisch ein bisschen gezuckelt hat. Jetzt ist diese Zuckelei zumindest minimiert. Aua. Sagen wir mal so, es müsste schon länger gezuckelt haben, aber uns ist es halt da hart aufgefallen, beziehungsweise Fischkopf. Wir haben die arme Serendipity hier verdächtig, eine große Entschuldigung an dieser Stelle, durch das Stream. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Es ist V-Sync. Es ist das verfickte V-Sync. Hauptsächlich. Wir haben auch noch andere Sachen runtergestellt, aber V-Sync war das Hauptproblem. Genau. Ich habe jetzt hier zwischendurch, ja jetzt wo ich aufnehme, habe ich keine 500 mehr, aber ich hatte so zwischen 400 und 500 FPS, jetzt sind es 340. Das V-Sync macht Sachen und ich finde, es tiert zwar leicht, aber nicht viel. Ja, also im unteren Bereich, wo diese Herzchenleiste und so weiter ist, so ein bisschen, aber. Ja, bei mir eigentlich kaum. Und jetzt, also es ist noch immer nicht komplett perfecto alarmando del grande, aber es ist gut. Auf jeden Fall. Und jetzt lass uns nicht mehr lange schnacken, Kopf in den Nacken. Wir müssen hier Sachen machen. Ja. Ich meine, ja, was ist denn? Beim letzten Mal haben wir ja hier irgendwie ein Nebenprodukt. Wir haben ja hier diese Produktionsschiene Richtung Seelensand hier gemacht, ne? Und jetzt wird der Seelensand gesiebt und hier ist eine ganz tolle güldene Kiste, the Gold Chest. Die hast du gemacht, ne? Ja, und guck mal, was wir schon an Nether Quartz haben. Ja, und wir haben festgestellt, wir brauchen nicht nur Nether Quartz, sondern wir brauchen auch mehr Redstone und deswegen haben wir hier einen zweiten. Geht hier rüber. Da geht Sand. Oh, es tiert aber schon ein bisschen bei mir. Gerade bei den Rohren fällt das auf, die zerreißen dann kurz. Aber das ist mir jetzt egal. Ja, aber da drücken wir mal ein Auge zu. So, genau. Und jetzt geht beides, also alles geht hier rein. Ups. Und da ist ein Zeug drin. Warte mal. Ich dachte, im Hopper ist jetzt viel Zeug drin. Das geht jetzt alles hier rein und dann geht hier in die Kiste geht jetzt auch der Redstone und den Shit, den wir noch sonst so rauskriegen aus Dust. Zum Beispiel auch Certus Quartz Dust, den brauchen wir auch. Da ist jetzt ziemlich wenig hier drin, fällt mir gerade auf. Wieso wird die hier nicht rausgezogen? In der Kiste haben wir noch. Hier sind 55 davon. Warum ist jetzt hier, guck mal, hier siebt's nicht weiter, wo ich jetzt gerade stehe. Hier stimmt was nicht. Nee, weil da selten Dust reinkommt, weil Dust hier immer nur als Nebenprodukt rauskommt. Ach so, okay, verstehe. Weißt du? Also eigentlich müssen wir fast noch eine dritte Reihe machen, wo nur Dust entsteht. Okay. Also, weiß nicht, wollen wir das machen? Ich habe so ein bisschen Bedenken um unsere Deckenhöhe. Es wäre langsam problematisch. Da müssten wir das irgendwie an dieser Ecke hier machen und dann. Ja, sowieso die Frage, wie das die Profis unter euch machen. Legen die Rohre dann, was ich unterirdisch noch viel tiefer? Also eigentlich müssten wir jetzt nochmal in den Keller gehen und im Keller mehr Deckenhöhe hinbekommen, damit wir noch mehr Sachen verstecken können. Weißt du, was ich meine? Quatsch, das sieht doch geil aus. Ja, man kommt schön halt nicht so ein paar hier durch. Kann man ich nicht klemme, durch. Ich klemme! Fett, du dicke Sau. Ja, du auch. Okay, hier ist noch ein Stück Rohr, was hier nicht hingehört. Warum ist denn das Rohr hier eigentlich so, so tief nach unten? Wieso? Was denn? Ja, wenn man das jetzt auf eine andere Höhe, kann man, naja, es ist ja egal, du kommst ja so oder so nicht dran vorbei. Achso, ich dachte in die Hocke gehen, nee, das macht nichts. Nope. Ja, wir könnten es jetzt hier an der Wand entlang schicken. Aber alles, was wir hier machen, ist irgendwie doof. Also wir müssen tatsächlich eine Tiefe hier tiefer gehen. Ja, ich würde das schon. Nee, ich würde das sogar noch tiefer tiefen. Ja, vertiefen. Aber im Moment, ich meine, wir brauchen es nicht. Was wir jetzt nur überlegen müssen ist, und ich glaube sogar, das sollten wir machen. Tatsächlich nochmal hier, und diesmal bräuchten wir 3 Pulverizer. Mhm. Um die hier hinten hinzustellen. Dann kümmere ich mich schon mal um Pulverizer. Wir haben uns also entschieden, wir machen das jetzt. Ich lasse mich da von dir mitziehen, wie ich mich in dem ganzen Projekt von dir mitziehen lasse. Ja, also im positiven Sinne natürlich. Dann müsste hier noch ein Sliver hin und dann müsste hier der nächste, wie heißt das, Activator, Autonomous Activator hin. Also, du brauchst noch einen Sliver? Ja. Okay, weil meine Taschen sind schon wieder voll. Warum sind meine Taschen voll? Weil ich rummülle. Ich mache einen Activator. Und wenn jetzt Leute schreiben ja immer mal wieder in die Kommentare, sortiert doch mal eure Kisten und so. Das hätten wir vor ungefähr 10 oder 20 Folgen machen können. Jetzt sind wir ja auf dem Weg zu dem riesen Rechner und bei dem Rechner brauchen wir kein Sortierungssystem mehr. Genau. Da wird einfach alles in den Rechner geschmissen. Das heißt, okay, du machst einen Sliver, ich mache einen Activator. Ich würde, ich mache einen Sliver, aber ich muss mehr Spinnenweben besorgen, weil die reichen nicht. Warte mal, 3, 9, wir haben nur 12. Oder haben wir noch irgendwo welche hier drin? Ich glaube nicht.
Was denn? Was denn? Da sind noch. Moment, hier sind noch Strings. Wollen wir mal hinten ein paar Bäume noch mal vielleicht pflanzen und noch ein paar infizieren mit dem Wurm? Ja, ja, das war jetzt meine Idee, aber ich würde jetzt gerade erstmal das, was wir jetzt vorhaben, gerne beenden wollen. Und ich habe auch 18. Gut, weißt du was? Hast dazugelernt. I like. Ich hab noch irgendwas. Guck mal, ich hab den ganzen Piss noch. Ich mach jetzt mal direkt den Activator. Pisten brauche ich bloß. Dafür brauche ich noch Iron. Ich frage mich, warum ich diesen Pulverized Scheiß in der Tasche habe. Pulverized Dings. Egal. So, will ich nochmal ganz gucken, wie der Silver geht. Das waren 2 Holzklötzchen, 2 Stäber. Stäbe habe ich, Holzklötzchen habe ich und der Barra. Machen wir gleich 2. Was ist denn? Nee, passt. Ich wollte gerade dumme Fragen stellen, aber dann habe ich mich schnell selber korrigiert. Wie viel soll ich machen? Aber ich kann eh nur 2 machen. Lass das mal lieber. Was willst du denn 2 machen? Nein, nicht 2. Also, ich habe einen Silver gemacht. Fertig. Ich habe ihn. Sehr gut. Ach, was habe ich dir von erzählt mit Werkzeugen? Wir sollen uns Bronzewerkzeuge machen, weil die so gut sind wie Diamant. Und ja, ich meine, im Prinzip, wenn du das geil fändest, ich fände das geil, wenn ich jetzt... Aua! Oh, sorry. Das war Alter! Ich habe nur... Das war... Sorry, das war gar nicht gewollt. Ich wollte was essen und dann kam ich auf links und ich war nervös. Ich brauchte das Geld. Ich habe eine Spende von 100 Euro bekommen. Du musst Fischkopf mehr hauen. Ich muss das so. Jetzt habe ich gesagt, Mist. Ja, das ist wie so Schiedsrichter, die beschmiert werden, ne? Angeschmiert werden. Hier, genau. Hier hast du Kohle und du musst entscheiden, dass das ein Foul war. So, ich brauche noch eine Kiste. Ich habe noch eine einzelne Chest in der Tasche, warum auch immer. Tatsächlich brauche ich eine Kiste. Das ist das Letzte, was mir da übrig. Wieso bin ich jetzt hier hingelaufen? Ist egal. Okay. Ich brauche noch eine Kiste. Kannst du mir eine Kiste irgendwie so hinschmeißen, dass ich sie automatisch auf Ich habe sie in die Station gelegt. Sehr gut. Noch besser. So, während ich da vielleicht dieses System da gleich baue, könntest du ja vielleicht gucken, dass du dieses Werkzeug baust. Was meinst du? Ja, das probiere ich. Ich hole jetzt erst noch mal einen Sack Lava. Mr. Lava. Du hast jetzt aber nicht geguckt, wie was soll ich sagen? Dieses Moss-Ding funktioniert? Mossball. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist es so, dass wir diese Moss-Stone brauchen und ich glaube mit 9-mal Moss-Stone, also wie so, wenn du es so hinlegst, machst du ein Mossball. Ich habe jetzt nicht zugehört, aber ich glaube gut. Ja gut. Also ich folgendes. Ich gebe dir jetzt erstmal meinen Silver. Wo bist du? Wir brauchen doch keinen übrigens. Doch, du kriegst jetzt einmal. Nein, wir brauchen keinen. Da hast du trotzdem einen. Wie baue ich das hier Gold? Ach, wenn wir erstmal den Rechner haben, dann brauchen wir diese ganzen Rezepte uns nicht mehr ständig raussuchen. Ja. So, mache ich erst Mossball oder mache ich erst Kate Mossball? Ich muss noch einen Pisten machen. Mach das jetzt mit der Hand. Gut, wenn nicht. Was machst du mit der Hand? Hallo? Können wir einen Scherz machen, wie deine Hand deine Freundin ist? Warte mal. Anscheinend Wo nicht. Wo ist der fucking Mossstone hin? Oh, der feine Herr möchte nicht. Mach ich was falsch? Geht Mossstone kaputt, wenn ich ihn irgendwie nicht mit was weghacke? Was? Hä? Es kann sein, ne? Okay, warte mal. Flint. Nee, da ist er. Oh, warte mal, die Plattform ist eine Plattform. Wenn ich das hier raushaue. Die Plattform ist eine Plattform, was erzähle ich eigentlich? Fischi? Ja? Ach, egal. Ich brauche mal deine Hilfe. Wieso das denn? Komm mal kurz zu mir, bitte. Hier kann ich helfen? Bitte. Warte mal, ich muss hier kurz was weglegen. So, was willst du? Und zwar hier an unserer Wasserquelle. Das ist ja Mossstone, ja? Und du müsstest dir mal Cobblestone nehmen. Ich hätte auch Cobblestone in der Tasche oder eine Pickaxe und hackst es weg und ich setze ganz schnell Stein. Wir müssen uns nur einigen, wer was macht. Das ist ja jetzt gar nicht so tragisch. Ich hack den jetzt weg. Vorsicht. Okay, Moment. Ja, den vordersten. Ja, mach. 3, 2, 1. 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Naja, da passiert nicht viel. Wasser. Ja, toll. Warum haben wir das jetzt gemacht, wenn das sowieso... Oh. So, hast du F7 an? Ich habe F7 an. Ich habe Mist gebaut. Schon, ne? Nee, weil ich den Stein, diesen blöden Dings, da habe ich an die falsche Stelle gesetzt. So, ich habe jetzt noch hier so ein Steinchen, warte mal, hier. Und das kannst du auch haben.
Jetzt fließt das Wasser, ich muss mir praktisch schon mal Wasser besorgen. Und ich muss unter der Plattform noch ein bisschen ausbauen, damit ich praktisch den Mossstone, der da vorne drin steckt, am Boden auch bekomme. Ja. Haben wir nicht irgendwo noch... Ich bin gefangen in den Rohren. Hoppa. So, jetzt habe ich, glaube ich... Ach, shit! Ich brauche ja drei Pulverizer. Fuck! Tja. Oh, Mann, okay. Da waren sie wieder meine Probleme. Heißt, ich brauche hier... So, wie merke ich mir diese Stelle? Ah, ich sehe es auf der Map. Okay. Oh, oh. Wo geht's in den Untergrund? Sag mal, hast du zufällig gerade Holzplanken dabei? Jep. Kannst du mir die... Kannst du... Ja. Wie viel? Ich brauche 6. So? Hast du reingetan? Rein. Oh, perfekt. Perfetto. Cinquanta, che grande. Quattrocento. El stupido. A blanda. So. Ich habe heute ein Interview gesehen. Also, was heißt Interview? PewDiePie war in irgendeiner Talkshow. Das war sehr interessant. Okay. Was war das Thema? Oder da saß auch Boris Becker. Ja, jetzt hört aber auf und jetzt wird's unlustig. Engländerin, die ich nicht kannte. Und die haben halt darüber, über das Phänomen gesprochen, ne? Wie, also das gute alte, wie, warte mal, also du machst jetzt Videos und dann machst du Reviews zu Spielen oder was machst du? Das verstehe ich nicht. Ja, gut, aber das ist ja nicht mal absurd. Da kann ich noch fast gar nicht, weißt du, irgendwie sagen, das ist ja eine dumme Frage oder sowas in der Art. Nö, das ist eine durchaus. Aber das hört man halt immer wieder, ne? Also gerade wenn man es Leuten erzählt, so, was machst du eigentlich? Ja, ich. Ja, erzähl mal auf der Arbeit jemand. Ja, sowas meine ich. So habe ich. Fehlt mir jetzt noch irgendwas? Ich habe drei davon brauche ich noch. Okay, cool. Redstone. Ich baue gerade unsere Plattform noch unten ein bisschen aus. Du baust immer gerne Sachen aus, ne? Nee, ich will an du den Scheiß... Du nimmst dir Sachen, dann fragst du immer noch vorher. Wo ist denn der Stein jetzt? Darf ich hier einen Stein hinbauen? Ich weiß nicht mehr, wo so eine Wasserquelle ist. Das müsste ich eigentlich auf der Minimap sehen. Bin ich jetzt nicht in der Nähe? Nee, ich frag da doch nicht. Du fragst ständig. Fischkopf, darf ich hier was hinbauen? In dem Interview, was ich gegeben habe für diese Bachelorarbeit, nämlich Masterarbeit für Wissenschaften, Gedöns. Ja. Also das wollte ich jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern es ist einfach zwei Mädels schreiben ihre Masterarbeit in Sachen YouTube-Phänomen oder so, habe ich es verstanden. Also es war bestimmt viel komplizierter und besser ausgeformuliert, wie ich es jetzt getan habe. Da ging es auch so ein bisschen darum, so nach der Frage, wo sieht man sich in ein paar Jahren oder sowas, weißt du? Ja. Und da fällt es mir schon immer schwer, da habe ich mich auch das thematisiert, wenn du jemand erklärst, also allein auf Arbeit oder sowas, weißt du, wenn du jemand erklärst, du machst YouTube. Ja. Und die Frage, ist es denn überhaupt, also wenn man das real betrachtet, weißt du, gesellschaftlich wertvoll, bla, weißt du, sowas. Kannst ja. Kannst du verstehen, was ich meine? Ja, okay. Ja, und da fällt das auch mit runter, was du jetzt gerade sagtest, dass da im Interview ist und dann Leute dich dumm angucken und sagen, ey, du machst YouTube. Weißt du, was ich meine? Also ich meine jetzt die Leute, die hier zugucken, die gucken ja YouTube. Das heißt, sie sind ja die Konsumenten von dem ganzen Kram. Ja. Und gucken das ja sowieso schon. Also von daher ist das ja nicht, ist das ja normal, dass die Leute das gucken. Für die ist ja YouTube normal. Also YouTube ist ja auch nicht unnormal, das will ich ja damit gar nicht sagen. Aber für manch einen, sei es Familie oder sowas, erklärst du dann YouTube? Ich meine, gut, umgekehrt, der Zuschauer sagt vielleicht auch, wenn dich jemand dann fragt, was guckst du da auf YouTube? Bei jemand beim Spielen zu, spiel doch selber, weißt du, so ungefähr. Ja, 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 das hat man immer wieder, das Ding. Und also mir geht es ja nicht so. Ich kann mich halt erinnern, ich finde, YouTube kann man ganz hübsch vergleichen, als ich noch relativ jung war. Also in der Schule damals, so 8. Klasse oder sowas. Ein Freund von mir hatte einen Amiga 500. Ja? Und bei mir zu Hause gab es damals keinen Computer. Hat mein Vater immer versucht zu verklicken, damit kann ich lernen mit dem Computer. Und er so, lernen, schon klar, lern du mal mit deinem Computer. Und ich hatte auf jeden Fall einen guten Freund und der hat einen Amiga gehabt. Und da war es auch so, da kamen neue Spiele raus und dann hat man ein Spiel, da gab es ja ganz wenig Multiplayer, geschweige denn Internet. Und dann hat man da vorgesessen und der eine hat gezockt
Und er konnte das halt besonders gut. Magst du auch mal? Ah, nee, lass mal, ich guck dir auch ganz gerne zu. Da wollte ich auch noch mal was zu sagen, wenn wir schon dabei sind. Und zwar habe ich, glaube ich, das erste Mal Let's Plays gemacht mit einem Kumpel, genau bevor das irgendwer anderes gemacht hat. Wobei du das... Du warst wahrscheinlich der Erste. Ja, ja, also Kumpel aus weit weg nach Berlin gekommen. Und der hatte irgendwie... Früher haben wir halt zusammen zum Beispiel im Crowbar Clan gespielt, Half-Life. Mhm. Und der hat halt angefangen, echte Sachen zu machen in seinem Den Leben. Den es ja wieder gibt, gell, den Crowbar Clan. Ja, 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 genau. Mhm. Auf jeden Fall hatte der nicht mehr so viel am Hut mit Computern und dann kam er zu mir zu Besuch und ich hatte halt damals irgendwie Half-Life 2 oder so oder irgendeine Mod da und er dachte so, oh cool, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht und dann hat er sich an den Rechner gesetzt und ich habe den Rechner schon immer an meinem Fernseher angebunden gehabt und ich lag halt im Bett rum und habe geguckt, wie er spielt und hab ihm dann mal ab und zu gesagt, ja, hier musst du links oder hier musst du rechts oder so und das ist genau die Faszination, die man ja eigentlich hat an YouTube. Ja. So zugucken, du hast so ein bisschen übersehen. Teil davon sein. Was habe ich übersehen? Achso, ja, genau. Nein, du musst links! Nein, du musst links! Nein, tu das! Oh, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Ein guter Freund von mir, der hat damals zum Beispiel, der war sehr, sehr gut in Super Mario World auf dem Super Nintendo. Und den habe ich dann immer eingeladen, dass er mir ein Level durchzockt. Also nicht als Arbeitsvieh oder sowas in der Art, so nicht in der Art, aber einfach, ich fand's einfach geil, dem zuzugucken, weil der das so gut konnte, weißt du? Hm. Der war da einfach besonders gut in den Spielen und das war mir total faszinierend, aber. Ah, ich hab hier ein Problem. Ja, gut, grundlegend hat ja jeder so ein Obwohl, bisschen. Nee, warte mal. Es ist, also dass man hier nicht durchgehen kann, das geht mir richtig auf den Sack. Wir müssen hier irgendwas machen, dass man unter dem Rohr durchgehen kann. Ja, ist die Frage, allem, wie hoch musst du diese Halle machen? Also, ich mach jetzt noch ein Rohr. Aber dann lass uns doch noch eine Ebene drunter setzen irgendwie. Das müssen wir vielleicht mal offline machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß immer, was du meinst. Vielleicht machen wir das zur nächsten Folge und dann machen wir ein bisschen offline Bowing. Ich meine, Cobblestone haben wir echt genügend. Hier müsste man wenigstens durchgehen können. Alter! Wir machen die Decke höher. Unterhalb der Plattform haben wir die Decke richtig hoch. Und dann können wir diesen ganzen Quatsch optimieren mit den Rohren. Dann haben wir auch Platz, weißt du? Dann können wir da in die Tiefe gehen, wie wir wollen. Und verwurschteln und machen und tun. Okay. Dann machen wir schon. Wo war man jetzt gerade? Ich wollte mir die Mossstone holen. Dabei habe ich wieder Plattform ausgebaut. Aber wir haben interessante Themen, wie ich finde. Also hatten. Sehr, ja, sehr interessante Themen. Nee, finde ich gut. Nee, finde ich auch. Ich finde das, ups. Ja, jetzt pass auf. PewDiePie war da in der Diskussionsrunde und Boris Becker saß nebendran und hat gesagt, das war so, der ist ja auch ein bisschen aufgedunsen, ne? Und, der sah so ganz glücklich aus, weißt du? Der sah so ganz, ach, weißt du, ich hab mal Tennis gespielt, das reicht jetzt auch mal und jetzt bin ich einfach nur noch glücklich. Ja, gut, sei ihm gegönnt, mein Gott. Ja, total. So, warte mal, hier muss der Eingang blau. Das kann ich so nicht umstellen. Wo ist denn der fucking Mossstone? Ich muss jetzt echt nochmal da hoch. Ich weiß nämlich nicht, wo ich bin. Was haben wir jetzt hier? Gelb. Da drüben, da muss das sein. Da. Das geht nur blau, das verstehe ich nicht. Da ist doch gerade im Wasser eine Krage gespawnt und die ist da runter. Da, schon wieder eine. Was ist los? Ich sehe doch immer Dinge. Ach so, wenn das Wasser runterfällt, meinst du? Tote Menschen. Ich sehe doofe Menschen. Nee, das ist im wahren Leben. In unserem Wasserstrahl. Die spawnen halt unter uns. Also Kraken spawnen auf der Höhe von irgendwie ungefähr 70 oder so. Und wir sind auf einer Höhe von... Was ist nochmal der Höhenwert? Y. Kann gerade nicht gucken, weil ich bin gerade in wichtiger Mission unterwegs. Ist das Y? Ich glaube, es ist Y. Aber dann liege ich falsch. Warte mal. X? Ja, es ist Y. Ich weiß nicht, wie hoch, auf welcher Höhe die Viecher spawnen, aber auf jeden Fall nicht auf unserer Höhe. Okay. Und die braucht man. Wir brauchen nachher irgendwann für eine Quest, brauchen wir. Ich bin Tinte. Out of couple. Siehst du mich hier drüben? Guck mal. Hallo? Hallo, Fischkopf. Wo denn? Hier drüben. Ich bin im Keller, Digga. Ach, da! Ja, ich auch. Out of Cobblestone, Digga. Was machst du nochmal da hinten? Out of Cobblestone. Nee, was machst du da? Ich habe die Plattform verlängert, um an Mossstone zu kommen, den ich immer noch nicht gefunden habe von hier unten. Ich wollte ja ans Wasser ran. Ich wollte mich ins Wasser hängen, aber ich habe so viel in der Tasche. Ich habe Angst. Ich bin nicht so mutig wie du. Und wollte mich runterschwimmen, damit ich tiefer als die Plattform komme. Weißt du, was ich meine? Ich weiß immer, was du meinst. Sehr gut. Hier können Sachen spawnen. Das finde ich nicht gut. Ich muss hier was hinbauen. So. Dass die Sachen, die da kommen, nicht raus können. Ich habe jetzt schon wieder so ein bisschen dieses Gezuckel, ne? Ja, ja. Auch. Das nervt mich. Ich weiß immer, was du meinst. Komisch.
Wieso? Das hat, wir hatten das doch gerade bekämpft, das Problem. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles noch nicht optimal. Ich finde, guck mal, bei 400 Frames müsste das, da müsste gar nichts zu sehen sein. Ja, da müsste das an einem vorbeigleiten. Ja. Aber die Zuschauer wissen das bestimmt. Die schreiben bestimmt in die Kommentare, mach das. So, wieso kommt jetzt hier kein Stein an, ist jetzt die Frage. Ach so, weil es hier blau ist? Aber es ist doch hier auch blau. Deine Mutter ist blau. So. Was? Habe ich das falsch angezapft? Ich gucke jetzt mal, was du machst, bevor ich mir noch einen Satz der Kabel... Nee, ich lege mich ans Bett, oder? Nee, hier geht gerade die Sonne unter? Abgebaut. Und dann geht's hier in diese Tonne rein. Jo. Nee, in die Tonne geht's jetzt... Doch, in die Tonne geht's auch rein. Ja. Und das Problem ist, ich habe jetzt die Leitung angezapft, damit der Kabel zwar auch in die Better Barrel da oben aber geht, das ist aber doch hier, die, hier, wo ich jetzt bin, ist Kabel. Nee, hier kommt Kabel vom Kabel Generator. Geht hier der Kabel hoch in die Better Barrel. Ah, es kann sein, dass es einfach nur lang ist und da noch nicht angekommen ist. Das, wir könnten auch diese durchsichtigen Dinger machen, dann wird man mal genau sehen, was und wie viel da durchgeht. Wie, dann würde man den Cobblestone dort fließen sehen? Ja. Aha. Die sind aber teurer. Hier kommt nichts an. Aber der Eingang ist blau. Wieso sollte was ankommen? Muss hier nicht Strom ran? Ja, aber was reintun kann man trotzdem, auch wenn kein Strom dran ist. That's a problem, you know? Nee. Nein, ich weiß nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Naja, guck mal, im Pulverizer. Ja. Da ist diese blaue Stelle hier. Hier aktuell, wo das Material rein muted. Kommt. Hallo? Ja, okay. Ich habe dich nicht gehört eben, ja. Im Pulverizer, so ging der Satz genau. Los. Und dann war so. Guckst du gerade rein? Hälfte. Guckst du gerade rein? Ja. So. Du kannst Kabel da reintun, kein Problem, auch wenn kein Strom dran ist. Nur er verarbeitet es dann nicht, weißt du? Das heißt, theoretisch müsste jetzt... Nein, du verstehst mich nicht. Was Rohr denn? Hier selber, der Anschluss, der leuchtet doch nicht. Der muss doch leuchten. Nee, der muss nicht leuchten. Der muss nur da, also wenn du ihn irgendwo anbaust, wo er ziehen muss, da müsstest du ihn bestromen. Aber wenn er eh schon, guck mal, das ursprüngliche Rohrstück, was ziehen soll, ist ja hier hinten an dieser Kiste. Und das zieht ja auch. Ich bin da abgezweigt. Der ist aber auch nicht aus. Nee, hier läuft's ja. Guck mal, hier in diese große Better Barrel, hier geht's ja rein. Ja. Unterirdisch geht dieser Ding dahin und das habe ich bloß angezapft. Und das müsste gehen. Rein theoretisch. Kannst du das anzapfen? Ja, das habe ich auch schon oben gemacht, bei anderen Sachen. Du zapfst es von wo an? Hier. Das ist der, ach ja, das ist die Kiste. Aber das Ding ist doch falsch rum. Nee, Quatsch, das ist blau. Doch, das ist blau, das muss rot sein da oben. Nein, Mann, da geht's doch hin. Oh, Minjas. Ach so, okay. Es wird am Cobblestone Generator abgezogen und hier reingetan, in die Better Barrel. Und hier ist die Abzweigung, die ich jetzt gemacht habe, damit das Zeug auch hier hin reingeht. Komm doch nicht vorbei, ich bin zu fett. Ja. Könnten das Ding hier einmal abmachen und nochmal ranmachen. Geh mal weg da, bitte. So, das hilft manchmal. Ab und dran machen. Oh, Minjas! Was hast du getan? Oh mein Gott. Ich habe Freunde eingeladen. Ja, super. Kannst dich jetzt drum kümmern gehen. Das ist der Cliffhanger für die nächste Folge. Dann sind wir am Ende einer Folge. Liebe Freunde, wird Minjas überleben? Hab ich doch genügend Fackeln gesetzt in dem Bereich. Wieso kommen die da vorbei? Ja, also, welche auf diesen. Du hast nicht genug Fackeln gesetzt, mein Freund. Fuck. Wird es Minjas überleben, beim nächsten Mal die Monster zu killen? Wird Fischkopf es schaffen, die Kabel zu lassen? Und was wird in der nächsten Folge passieren? Das seht ihr erst morgen wieder, denn bei Minecraft Hardcore Skyblocks Extrem mit Fischkopf und Minjas. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.